Also im ersten Band von Ochsen, kurz gefasst, geht es darum, dass mysteriöse Mordfälle geschehen, wo man wirklich nicht weiß, was hat das für einen Zusammenhang. Und meistens oder immer sind Tiere involviert, ohne zu viel zu verraten. Und das Ganze wird unfreiwillig von einem sehr interessanten Hauptdarsteller aufgeklärt oder soll aufgeklärt werden, der unfreiwillig in diesen Fall verwickelt wird. Und das Ganze hat nachher eine Bedeutung und eine Größe, mit der keiner gerechnet hat. Was mich am meisten fasziniert hat an der Hauptfigur Niels Ochsen, war, dass er eigentlich ein untypischer Held ist. Er ist eigentlich der totale Anti-Held. Man hat am Anfang den Eindruck, der Typ ist ja eigentlich so ein bisschen Loser, in Anführungszeichen. Man fragt sich, woher kommt das? Was ist seine Geschichte? Und man wird im Laufe der Geschichte, der Erzählung, beziehungsweise wenn man zuhört oder es liest, wirklich reingesogen in seine Geschichte und will wissen, woher kommt das? Warum ist er denn der Verlierer, beziehungsweise nachher eben nicht der Verlierer, sondern in gewisser Weise auch ein Held? Und woran ist er gescheitert? Und das macht ihn, finde ich, sehr, sehr interessant und ganz besonders als Hauptfigur. Die Faszination an dieser Geschichte, an dem Krimi, ist, dass es ganz, ganz viele Sachen gibt, mit denen man nicht rechnet. Es ist so, dass ich am Anfang, als ich das Buch vorbereitet habe, dachte, ach, in die Richtung geht es. Und plötzlich nimmt es eine Wendung, mit der man überhaupt nicht gerechnet hat. Man fragt sich, was haben denn diese, ohne zu viel zu verraten, diese Tiere zu bedeuten? Warum Tiere? Was hat es plötzlich, es fängt plötzlich in Spanien an, geht dann nach Dänemark und hat dann plötzlich eine ganz andere lokale Bedeutung. Und das macht es so hinreißend bzw. so faszinierend, dass man einfach irgendwann nicht mehr aufhören kann zu lesen oder zuzuhören. Und das, finde ich, macht diese Geschichte besonders wertvoll oder bzw. besonders interessant. Die Geschichte von Ochsen würde ich eigentlich allen empfehlen, die skandinavische Thriller mögen. Dieses Düstere, was diese Geschichten oft beinhalten, dass man sich angezogen fühlt, weil es interessant ist und weil es einen auch so ein bisschen gruselt. Auf der anderen Seite will man da doch wieder Abstand von nehmen. Und diese Geschichte ist, finde ich, ein Paradebeispiel dafür. Und alle, die Stieg Larsson mögen, denen würde ich das auch empfehlen. Also von daher alle, die so ein bisschen Grusel, düstere Geschichten, aber trotzdem Sonne am Horizont mögen, denen würde ich das empfehlen.